Minor! Reifen los! Naxos scheint sicher zu sein. Wir haben für die Menschen hier sehr viel erreicht. Aber jetzt müssen wir diese Küste verlassen und den Kult zerschlagen. Sie sind überall und nirgendwo. Sie haben unzählige Anhänger. Wo fangen wir an? Wir schlagen dem Biest die Köpfe ab, einen nach dem anderen, bis es blind und schutzlos ist. Sparta. Sparta? Ich habe noch Einfluss dort und Verbündete. Wir können uns zu Hause sammeln und es als abschreckendes Beispiel von ihrem Einfluss befreien. Das ist sehr gefährlich.
Sie haben Sparta fest im Griff. Wird es nicht Zeit, zurückzukehren? Gemeinsam. Ich muss nur vorher etwas erledigen. Sobald du bereit bist, segeln wir nach Lakonien. Du solltest vorher auch etwas erledigen. Was? Geh und finde deinen Vater. Wer ist er? Er ist schwer zu beschreiben. Er ist vieles. Doch du wirst erst wissen, wer er wirklich ist, wenn du vor ihm stehst. Du sagst es mir also nicht. Manches wird nur er dir sagen können. Ich hoffe, du verstehst es, wenn du ihn triffst. Was du suchst, findest du auf Thera. Ich gebe deinem Steuermann den Kurs. Wir sehen uns in Lakonien. Bis dahin. Möge Poseidon dich schützen. Pass auf dich auf. Thera. Was soll das? Hier werden Sie besonders wachsam sein. Willkommen!
nächsten Mal. Nicht willkommen! Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ella! Bleib stehen!
Delos und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir noch einmal vor. Söldner mit dem Adler. Das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht hier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führen wird, Söldner. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Ich sollte erstmal diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kephallenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, chere, Alexios. Chere, Barnabas. Ist das Rebellenversteck. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Verfehlt.
Willst du spionieren, Athena? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. Sehe ich etwa aus wie ein Spion? Hodarkis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich hörst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist ein Zeichen, oder? Du bist der Söldner mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athena-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an den mächtigen Alexios gewandt, sondern auch an Sparta. Hodarkis hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athenas Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athena zu töten, bist du der Betrunkene. Hat auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Es lohnt sich nicht. Verdammt nochmal!
Ah, gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiat? Das war ich, aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremder. Wie heißt du? Das ist Alexios. Ich habe dir von ihm erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Wie lange bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrothera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Alexios, was glaubst du, was wir tun sollten? Mir gefällt, wie der Spartaner denkt. Aber wir haben nicht genug Schwerter für einen offenen Angriff. Was schlägst du vor? Als ich eintraf, sei spartanische Schiffe. Können wir ihnen eine Nachricht senden? Nicht, solange die Athener die Inseln umkreisen. Wir brauchen sie als Verstärkung. Ich holte euch beide her, um der Rebellion zu helfen. Nicht, um noch mehr Menschen in den Tod zu schicken. Kyra, warte. Während ihr eure Schwertlängen vergleicht, gehe ich zum Tempel der Artemis und schmiede einen echten Plan. Sie ist streitlustig. Gefällt mir. Ich gehe ins Lager zu meinen Männern. Triff mich dort und wir reden über die Verstärkung. Chere. Das wird eine lange Rebellion werden.